Das volle Video zu dem kleinen Ausschnitt, den ihr gerade gesehen habt, das gibt es dann in ein, zwei Tagen, um dieses Laber-Video hier zu kompensieren. Das wird ein Annoying Dancer Long Take sein. Ein Annoying Dancer Operation Video kommt auch sehr zeitnah. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt aber erstmal dieses Laber-Video. Vielen Dank, dass ihr das eingeschaltet habt. Das ist der Wahnsinn. Wenn ihr das nicht zu Ende schaut, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen, warum. Oder noch besser, ihr geht in die Beschreibung. Da ist nämlich eine kleine Umfrage verlinkt. Das dauert 2-3 Minuten. Da will ich ein bisschen Zuschauerfeedback einholen, um vielleicht hier die ein oder andere Sache zu verbessern. Das wäre der Wahnsinn. Feedback ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich euer Feedback mitbekommen für das letzte Video, das Hidden Phone Prank Video. Ich hoffe, das habt ihr gesehen. Da gab es nämlich sehr, sehr gutes Feedback und da könnt ihr euch sicher sein, da wird es auch einen zweiten Teil geben. Jetzt aber erstmal dieses Laber-Video. Ich versuche es auch möglichst kurz zu machen. Ich finde solche Videos nämlich relativ unsexy und das hat mich jetzt bestimmt eine Woche gelähmt, dass ich hier vorhabe, das zu machen. Ich habe hier auch ein paar Notizen, möchte das aber trotzdem weitestgehend authentisch und Jumpcut befreit machen, weil das so ein bisschen den Redefluss kaputt macht und ich mag das nicht. Deswegen unterlassen wir das. Wie dem auch sei, wer diesen Kanal schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass ich nie ein großer Fan davon war, zu sagen, like das Video jetzt! Rape den Like-Button und abonniert und verteilt das überall und so weiter und so fort, weil ich auch nie große Ambitionen, das lasse ich jetzt zum Beispiel drin, Ambition hatte, reich und berühmt zu werden oder sonst irgendwas. Es ist natürlich nice, wenn Content geklickt wird, aber man muss sich von dem Gedanken lösen, dass Content besser oder schlechter ist, je mehr Leute ihn sehen. Ich mache das auch für 50 Leute, wenn es 50 Leute interessiert. Das ist mir egal, aber Jump Cut. Das gestaltet sich als nicht so einfach, wenn man das in irgendeiner Form Vollzeit machen möchte. Aber gleichzeitig, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, die Preise ins Unermessliche steigen, dass die Lebensmittel teurer werden, dass eine Gurke jetzt 2,49 € kostet, obwohl das einfach nur Wasser ist, dass die Miete erhöht wird, dass die Strompreise steigen, dass gleichzeitig zum Jahreswechsel sowieso immer die monatlichen Krankenkassenbeiträge steigen, die man zahlen muss. Ein ganz großer Spaß. Ich bin sicher nicht die einzige Person, die da gerade am Struggeln ist, die da gerade selber durch den finanziellen Urin am Schwimmen ist. Wenn du eine solche Person bist, hoffe ich, dass du dich jetzt nicht mit schlechtem Gewissen hier angesprochen fühlst. Du kannst trotzdem sehr gerne weiter, einfach ohne hier finanziell zu unterstützen, kostenlos den ganzen Content reinzwirbeln. Das ist gar kein Problem. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem alle mitbekommen, dass der Content in den letzten Wochen und Monaten auf jeden Fall sehr viel mehr war als normalerweise. Nicht nur auf dem Hauptkanal, den vielleicht die meisten von euch verfolgen, sondern auch auf allen weiteren Kanälen, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Who knows? Neben dem Hauptkanal gibt es ja noch den Zweitkanal, der ursprünglich Nostrafakt war, wo jetzt der wöchentliche Podcast kommt, was Content ist. Dann gibt es aber jetzt den neuen Zweitkanal Robin Nostrafo, wo auch Prank-Content kommt. Gerade jetzt, wenn wieder Frühling wird und die Leute wieder draußen unterwegs sind, da kommen Sachen, die nur im Deutschen funktionieren. Da sind viele Sachen, da ist Passanten-Bingo zum Beispiel. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Da sind auch in Real-Life-Videos. Da sind so viele verschiedene Sachen, da sind auch Lieder, das ist natürlich nicht für jeden, aber da ist so eine bunte Mixtur aus verschiedenen Sachen. Lieder habe ich auch angesprochen, das ist natürlich das nächste, kommt auf Spotify jetzt zeitnah, vielleicht ist es zu dem Video auch schon da, bin mir nicht ganz sicher. Livestreams gibt es auch sehr regelmäßig, sehr viele zurzeit, ist wahrscheinlich auch nicht für jeden, aber das sind viele Sachen, ich hoffe, das kommt bei euch an, dass nicht hier nichts passiert, sondern da viele verschiedene Sachen passiert. Es passiert auch viel Skate-Content auf Instagram. Das ist natürlich auch nicht für jeden was, aber es ist sehr viel Content. Wir haben natürlich Nostrafotz zuletzt noch, aber Nostrafotz ist natürlich nach wie vor leider Trash-Content und hat die letzten Monate ein bisschen gelitten. Da wird bestimmt auch wieder ein bisschen mehr kommen, aber das ist nicht der Fokus. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich akzeptiere das auch voll, wenn das alles in seiner Fülle nicht ausreicht für die Leute zu sagen, okay, das unterstütze ich, das ist es wert, das werde ich voll akzeptieren, das ist okay, aber alle anderen kann ich ja vielleicht in diesem Video mal kurz nochmal ansprechen und gucken, sagen, hier, ja, vielleicht ist es euch ja doch wert, irgendwie zu unterstützen, auf verschiedenste Arten und Weisen. Obendrauf natürlich, über allem ist nach wie vor Patreon, weil das einfach eine gewisse Konstanz hat. Man hat, das ist einfach für den Kopf angenehm, weil da gehört ein gewisses Commitment dazu, einfach einen relativ steten Wert zu haben, mit dem man rechnen kann. Vielleicht mache ich das auch mit dieser Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Vielleicht kann ich da genau das Gleiche im Prinzip machen, wenn euch das vielleicht lieber ist. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr euch damit auskennt. Ob ihr das bei anderen vielleicht sogar schon macht oder sowas. Auf jeden Fall Patreon nach wie vor das Beste. Fetten Dank an jeden Einzelnen, der jemals da rein supportet hat. Nicht nur bei Patreon, auch Twitch und sonst wo, ne? Alle. Fetten Dank an alle. Auch Leute, die irgendwie ausgestiegen sind, weil sie selber nicht mehr konnten. Weil sie irgendwie gesagt haben, okay, jetzt vielleicht nicht mehr oder war lange genug oder was auch immer. Fetten Dank an alle, ihr seid nicht vergessen. Fett Danke, ja?
alle, die es vielleicht noch werden wollten, es gibt da verschiedene Tiers. Ihr könnt zum Beispiel in die Telegram-Gruppe, das ist wahrscheinlich so das beliebteste Tier, könnt ihr rein, da bin ich jeden Tag am Schreiben. Da sind alle am Start, die halt auf Patreon auch in diesem Tier supporten. Und da hat sich auch in den letzten Jahren einfach was richtig Geiles entwickelt, dass die Leute sich jetzt privat treffen und befreundet sind, dass die ganzen Leute, die in dieser Gruppe sind, eingeladen waren zu Kalles 30. Geburtstagsfeier, was auch ein richtig geiles Event war. Ich möchte nicht garantieren, dass das passiert, dass ihr da reingeht und ihr seid auf einmal Best Friends mit irgendwie 80 Leuten oder so. Aber das ist einfach eine geile Sache, die da entstanden ist. Da will ich auch nochmal sagen, wie fett das ist. Und einfach mal Danke dafür sagen. Richtig nice. Ansonsten gibt es natürlich noch andere Tiers. Ihr könnt euch wünschen, dass ich irgendwie eine Sprachnachricht für euch mache. Ich wäre zum Beispiel so wie Rotzeride. Oder wie Cartman. Mit Cartman kann ich gerade nicht so gut sprechen, weil ich die letzten Tage so ein bisschen meine Stimme überlastet habe. Aber in der Regel kann ich das auch gut. Mom, das ist voll Tete. Geht so. Meine Stimme ist gerade wirklich, ihr hört es wahrscheinlich, ein bisschen belastet. Aber theoretisch könnt ihr euch das da alles wünschen. Ihr könnt euch auch wünschen, dass ich ein kleines Lied für euch schreibe bei den höheren Tiers oder halt Sponsor werden. Guckt es euch einfach mal an, wenn es für euch interessant ist. Natürlich könnt ihr auch bei Twitch Subs und sowas. Das ist auch sehr, sehr nice. Hat halt nicht genau diese gleiche Konstanz wie bei Patreon, aber auch richtig fett. Ihr könnt die auch direkt über PayPal, das ist auch kein Problem. Das machen ja die Leute, die sich einen Brennpunkt-Hörerwunsch-Podcast wünschen, sowieso. Ansonsten gibt es noch den Amazon-Ref-Link. Da könnt ihr einfach draufdrücken und irgendwas, was ihr sowieso auf Amazon kauft, ihr wisst doch, wie das funktioniert. Ihr klickt da drauf und kauft, was auch immer ihr wollt und ich kriege einen Teil davon ab. Das ist der Wahnsinn. Und ihr zahlt nichts extra. Ansonsten könnt ihr natürlich die Sache auch konzentriert supporten, indem ihr kein Geld gebt, indem ihr einfach die Videos schaut, diese scheiß Glocke aktiviert, weil es halt einfach, es ist halt einfach so, wenn die Leute die Videos nicht schauen, weil sie die gar nicht mitkriegen, dann wird algorithmisch festgestellt, okay, ja, du hast die Startseite für dich empfohlen, dann wird das natürlich nicht für dich empfohlen, weil du hast das letzte Video ja schon nicht gesehen, weil du die Glocke nicht aktiviert hast. Es ist total dumm und ich wollte nie auf so einen Scheiß hinweisen, aber es ist halt einfach gut, es ist einfach nützlich, whatever, du musst das halt mitspielen, sonst verschwindest du komplett. Wie gesagt, ich mache das auch für fucking 50 Leute, ja, das ist völlig fein, aber es muss halt irgendwie auch funktionieren, so, und je mehr Leute, ich habe halt lieber von 1000 Leuten 1 Euro als von 50 Leuten Mathe-Robin, ja, so, das ist halt einfach was anderes, es ist super geil, ja, also hier, Moment, hier, Acetone, sieht man nicht, jetzt habe ich alles kaputt gemacht, Acetone, tut mir leid, das Banner ist wieder zerrissen, ja, es gibt hier so Leute, die hier so fett über Jahre hinweg am Supporten sind, aber das soll nicht, also, dass da einzelne Leute so fetten Shit raushauen, ist halt mega nice, aber das ist halt, wenn viele Leute ein bisschen geben, ist es halt, dann tut das keinem weh. So ein Dollar, was ist denn ein Dollar im Monat so? Egal, ich laber schon wieder viel zu viel. Ihr könnt auch die Videos natürlich teilen, ja, euren Verwandten, Freunden oder sonst was schicken, auch geil. Oder an Reaction-Streamer vorschlagen, ja, das wäre natürlich auch der Wahnsinn, wenn die irgendwie sagen, ach, guck ich mir mal an und dann wird einfach der Content einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt oder vorgestellt, auch wenn natürlich Leute dabei sind, die sagen, was ist das für ein Schwachsinn, ja, das ist völlig legitim, damit kann ich leben, aber für die Leute, die es feiern, die feiern es halt vielleicht. Ja, das war jetzt echt sehr kauderwelschig und kreuzter Quere. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich werde jetzt wahrscheinlich live sein, dieses Video wird wahrscheinlich nur 24 oder 48 Stunden online sein. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade auf Twitch live, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann kommt gerne vorbei, dann kläre ich das. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, vielleicht bin ich auch einfach dumm. Vielleicht kommt ihr einfach vorbei und sagt mal hallo, das ist auch fein. Wenn ihr zuguckt und nichts sagt, ist auch fein. Gibt es auch coole Leute, die das machen. Sehr nice. Ansonsten könnt ihr echt mal in die Beschreibung gucken. Ja, da sind eh alle Links, aber vor allem auch die Umfrage, die ich gemacht habe. Füllt die gerne mal aus. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und vielleicht sorgt das dafür, dass das hier ein bisschen strukturierter noch wird oder ein bisschen besser halt euren Erwartungen entspricht oder wie auch immer. Also gebt mir da gerne Feedback, beantwortet die paar Fragen, die 2 Minuten und schreibt rein, was euch vielleicht noch einfällt oder auch nicht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten steht das jetzt hier. Gut. danke, Leute, fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen bis hierher, dass ihr euch den Scheiß gegeben habt. Danke für jahrelange Support. Mega, mega nice. Danke an alle. Auch einfach nur fürs Schauen. Kommt auf Twitch vorbei, macht die Umfrage. Danke fürs Zuschauen. Ich wiederhole mich. Danke. Ciao.